Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute wieder die ganz besondere Freude und Ehre, einer der größten Schweizer Ärzte hier im Studio zu haben. Nein, selbstverständlich nicht Paracelsus, der lebt schon lange nicht mehr, auch nicht Pestalozzi oder C.G. Jung, unsere drei großen Schweizer Ärzte. Nein, ich rede vom vierten großen Schweizer Arzt, der aber immer noch lebt, Gott sei Dank auch. Es ist niemand geringer als Dr. Andres Bircher-Benner, der heute im Studio ist. Ganz herzlich willkommen, lieber Andres. Guten Tag. Unvergessen unsere erste Sendung vor über einem Jahr, wo wir gestartet sind mit unserer Sessions, wo wir immer wieder Sendungen gemacht haben, dazumals noch über das Thema Coronavirus, wo du auf YouTube über 1 Million Menschen erreicht hast und über Facebook über 1,5 Millionen Menschen, wo du sehr beruhigende, weise Worte an die Publikum, an die Zuschauer gerichtet hast. Dazu nochmals mein herzlichen Dank. Heute reden wir nicht über Corona, wir reden über wichtigere Themen, nämlich über das Thema Krebs, eine große Volksseuche. Ich habe gerade die aktuellen Zahlen mal zur Hand genommen und sehe, dass nur alleine in der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, aber ein Drittel der Schweizer Menschen, die sterben, sterben an Krebs. Ein weiterer Drittel an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das ist meiner Erachtens die größte Pandemie, die wir je erlebt haben. Und niemand redet darüber. Daher möchte ich gerne mit dir mal diesen Fokus setzen. Wie hast du das erlebt in deinen, ich glaube, fast 50 Jahre Arztsein, oder? Ja, 44 Jahre. 44 Jahre. Wie hast du das erlebt? Wie ist die Tendenz gewesen? War es früher auch schon ein Thema? Und es ist ein Thema, das eigentlich eben sehr wenig diskutiert wird. Und es ist eigentlich die größte Bedrohung der Menschheit ist der Krebs. Es ist so, dass ein Viertel aller Menschen im Laufe ihres Lebens irgendwann Krebs haben. Und nur in Europa schon sind 4,6 Millionen Krebsdiagnosen werden jedes Jahr gestellt in der EU und 2,1 Millionen Menschen sterben an Krebs. Und Krebs wird so hingenommen, als sei es einfach ein Schicksal. Es ist aber nicht einfach ein Schicksal, es ist etwas sehr Trauriges, Schwieriges für die Betroffenen, das man zu allem größten Teil zuverlässig verhüten kann. Zuverlässig verhüten kann. Jetzt kommen wir in die Selbstverantwortung ein, die ja der Staat jetzt ja auch für uns eigentlich übernommen hat. Sie sagen ja, und sie versuchen uns ja jetzt zu schützen vor der Pandemie eines Virus. Ich rede heute aber über die große Pandemie, wo aber nach wie vor kein Thema ist, leider. Was wären denn da die wichtigsten Dinge, die wir eigentlich vom Staat her aufdoktriert werden haben müssten, um in dieser Pandemie uns zu schützen? Ich rede von der Krebspandemie, ja, oder? Aber wir haben natürlich gewisse Ursachen, die wir nicht beeinflussen können, aber die wichtigsten, stärksten Ursachen können wir sehr stark beeinflussen. Und eigentlich die stärkste Ursache ist, neben dem Rauchen, ist es die Ernährung. Krebs ist eigentlich das größte Chaos, das in unserem Menschen, in unserem biologischen System passieren kann. Es ist wirklich ein Thema zwischen Chaos und Ordnung. Der Krebs verbreitet Chaos, das bis zum Tod gehen kann. Und der Organismus braucht Ordnung, benötigt ordnende Kräfte, die eben dann auch den Krebs bekämpfen. Nun, in der Ernährung ist sehr viel erforscht, es gibt sehr schöne Arbeiten und wir wissen eben, dass die tierische Nahrung, tierische Fette, dass die zu viel Eiweiß, zu viel Zucker, weiße Mehlspeisen und dann Alkohol, Kaffee und die industriell verkünstelten Nahrungsmittel, dass die Krebs erzeugen. Beim Alkohol gibt es einen Teil, der ist dosisabhängig. Das sind vor allem die Krebsarten von der Mundhöhle, von der Speiseröhre, dann die Magen. Und diese sind abhängig davon,
wie viel man trinkt. Die Männer, die trinken in Europa durchschnittlich 12 bis 15 Milliliter rein Alkohol pro Tag, die Frauen 9 Milliliter rein Alkohol, und im über 12 Milliliter rein Alkohol verdoppelt sich bereits das Krebsrisiko. Und wenn man dann gegen 50 Milliliter rein Alkohol geht, was gar nicht so viel alkoholische Getränke sind und sehr oft getrunken wird, dann vermehrt sich das Krebsrisiko um das Achtfache, vor allem von diesen drei Krebsarten. Dann gibt es eine dosisunabhängige, merkwürdigerweise dosisunabhängigen Einfluss des Alkohols auf das Krebsrisiko. Um jetzt die Zahlen ein bisschen anders zu definieren. Also Rauchen wissen wir schon, das hat sich ja im Markt etabliert, zu wissen, dass Rauchen die Gesundheit nicht förderlich ist. Das ist bekannt. Und dass eben viele Leute ja wirklich auch Krebs bekommen haben, ist auch bekannt. Ich glaube, das Bewusstsein ist zwar da, wir wissen es, können uns dagegen entscheiden, ist jedem sein freier Wille. Aber in Bezug auf Alkohol, da müssen wir noch ein bisschen tiefer reden. Von wie viel Alkohol reden wir da? Also wenn ich jetzt abends zu Hause ein oder zwei Gläser Rotwein trinke, ist das noch, bin ich da noch schon darunter oder schon darüber? Man muss dann ausrechnen, wie viel Reinalkohol das ist. Und wenn es etwa 10 bis 20 Prozent Reinalkohol darin hat, kann man sehr leicht ausrechnen, wie viel das gibt. Und man kommt eben mit zwei Gläsern Rotwein schon in den Bereich, wo man deutliche Erhöhung des Krebsrisikos hat. Das ist aber noch nicht so etabliert, dieses Wissen, oder? Dass der Alkoholkonsum so schnell auf die Gesundheit reagiert und wir eigentlich Krebswachstum damit fördern. Ja, das ist viel zu wenig etabliert und bekannt gemacht. Mhm. Und hinzu kommt noch eben das Problem des französischen Paradoxons, dass eigentlich seit einer Studie aus Bordeaux, erstaunlicherweise aus Bordeaux, dann bekannt gemacht wurde, dass ein Glas Rotwein pro Tag das Herzinfarktrisiko vermindern würde. Und diese Studie wurde sehr schnell widerlegt, nachkontrolliert, weil eben die Gruppe der Weintrinkenden hatte wesentlich weniger andere Risikofaktoren als die Kontrollgruppe. Aber dieses Bekanntmachen einer schützenden Effektes von Rotwein hat natürlich sich um die Welt verbreitet und ist jetzt 100 Jahre nicht mehr auszurotten. Wir hören ja solche Dinge ja gern. Ja. Wahrscheinlich war das wegen dem Resveratrol, oder? Ja, Resveratrol. Mhm. Und es ist eben so, dass Macht nichts, ich habe noch eine andere Frage. Ich denke, wenn wir gerade beim Rotwein sind, wenn ich die psychische Hintergrundinformation anschaue, wenn jemand zu Hause ist, ankommt und ein Glas Rotwein trinkt, dass er ja dann wirklich entstresst, loslässt, nach Hause kommt, er ist zu Hause, er kann wirklich alles vom Tag loslassen. Das ist ja auch etwas, was ja enorm gesundheitsförderlich ist, dieses Gefühl zu entstressen durch ein Glas Rotwein. Das ist ja ein Ritual. Also ich würde das auch noch in die Waagschale legen und als sehr positiven Aspekt. Wie siehst du das? Man kann das tun, aber es ist so, dass jede Wirkung hat anschließend ihre Sekundärwirkung. Und diese hat der Körper nicht gern. Also ich wollte es jetzt irgendwie noch positiv hinbiegen, aber Alkohol ist Alkohol, gell? Ja, es ist auch so, dass eben gerade dieser abendliche Rotwein, dass der eine Hypoxie macht, der vermindert die Sauerstoffspannung im Blut, und da haben sehr viele Menschen dann nachts zu wenig Sauerstoff und haben Schlafapnoen wegen des Rotweins zum Einschlafen. Und das ist sehr wichtig in Bezug auf Krebs, weil Krebszellen profitieren immer von Sauerstoffmangel. Sie haben einen anderen Stoffwechsel, sie können viel besser ohne Sauerstoff Glucose verwerten im Pentosephosphatzyklus. Man nennt dies Warburg-Effekt.
Und es ist also sehr wichtig, dass man viel Sauerstoff hat im Körper. Hier ist wieder ein wichtiges Ernährungsthema, weil eben die roten Blutkörperchen, die haben eine sehr empfindliche Oberfläche, ihre Zellmembran ist sehr empfindlich. Sie müssen sich einrollen können, wenn sie durch die Kapillaren gehen. Einrollen, weil die Kapillaren sind absichtlich dünner gemacht als die Blutkörperchen. Und durch dieses Einrollen können sie viel mehr Sauerstoff aufnehmen in der Lunge und geben auch viel mehr Sauerstoff ab an den Körper. Und damit das möglich ist, muss die Nahrung sehr viel lebendige Pflanzenkost, eben Rohkost, enthalten, mindestens 2/3. Das wurde sehr gut untersucht anhand der Kapillarmikroskopie. Das ist einer der Schutzfaktoren der vegetabilen Rohkost gegen Krebs. Es gibt viele andere Schutzfaktoren. Die Pflanzenkost, die hat eben sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, das sind bioaktive Substanzen, welche stark gegen Krebs wirken. Das sind die Carotinoide, besonders Beta-Carotin. Die gibt es nicht nur in den Karotten, die sind auch in den grünen, in den Früchten, in grünen Gemüsen drin. Dann sind es die Exanthine, es sind die Polyphenole, es sind die Sulfide von Zwiebeln und Knoblauch, es sind die Glucosinolate, das Chlorophyll selbst. Und für all diese und noch mehr solche sekundäre Pflanzenstoffe wurde eine starke Krebs, nicht nur krebshemmende, sondern krebsbekämpfende Wirkung nachgewiesen, anhand von Krebszelllinien, die man damit behandelte. Weißt du, du bist ja nicht der Erste, der mir hier sitzt und genau das Gleiche immer wieder erzählt. Ich glaube, die Wahrheit lässt sich einfach nicht verdrängen. So schön, als es wäre, ich als Schweizer liebe Käse. Ich esse gerne auch mal eine Portion Nudeln und ich weiß ganz genau, aufgrund dem, was du sagst, es ist nicht einfach das gesündeste Lebensmittel, im Gegenteil. Aber du sagst immer 2/3 Rohkost. 2/3 Rohkost und der dritte Drittel, das sollte dann vegetabile Vollwertkost sein. Also man darf es dann auch mal kochen, das Gemüse. Ja, das ist, wenn man gesund bleiben will, die richtige Ernährung, nicht einfach von irgendwelchen ideologischen Ideen her, sondern von der wissenschaftlichen Kenntnis her, die man bis heute hat. Aber in deinen Anfangszeiten als Arzt, da war die Ernährung ja auch nicht Rohkost, da war sie auch meiner Erachtens noch sehr viel mehr fleischhaltig als heute, oder? Also der Fleischkonsum, ich weiß nicht, ob der abgenommen hat. Ich glaube nicht unbedingt. Das müsste ich nachprüfen. Also ich denke nur, wenn ich da meine Eltern schaue, dazumals, da war doch irgendwie, ja, da war nur der Sonntagsbraten, einmal in der Woche der Sonntagsbraten, stimmt. Nicht jeden Tag, jeden Sonntag. Und mit der Zeit wurde es immer mehr. Das heißt, auch diese Krebskurve hat sich in den letzten 40 Jahren deutlich nach oben bewegt. Ja, also es ist enorm, die Zunahme des Phänomens Krebs. Und das also Korrelation ist 1:1. 1:1, ja, das ist damit gegangen. Eben nicht nur Krebs, auch Diabetes, die Adipositas, die ganzen Zivilisationskrankheiten haben sich mit der Verschlechterung der Ernährungs- und Lebensweise der Menschen nach oben bewegt. Und das ist eigentlich ein Zeichen, das müssen wir uns eingestehen, wir Ärzte, dass eben unsere heutige Medizin in ihrer Aufgabe, die wichtigen Krankheiten, welche die Arztpraxen und die Spitäler heute füllen, die immer mehr gebaut werden, dass eigentlich die moderne Medizin in dieser Aufgabe, die zu verhüten und zu heilen, versagt hat. Müssen wir uns eingestehen, müssen neue Sichtweisen, auch wissenschaftliche Sichtweisen, heute ringen. Bekommen. Hat da auch ein bisschen mit dem System zu tun? Ich gehe zum Arzt, wenn ich krank bin. Ja. Und nicht eigentlich, um eine Gesundheitsprävention zu betreiben. Ja, Gesundheitsprävention, das wird ja
eigentlich gar nicht bezahlt von den Krankenkassen. Da interessiert nicht, gar nicht, ob ein Arzt Patienten zur Heilung bringt, sondern interessiert nur, wie viel kostet es pro Patienten und Diagnose. Ob sie dann sterben oder nicht, das wird nicht berücksichtigt. Jetzt ist es ja meistens so, dass wir erst lernen aus Leid, das heißt erst durch die Diagnose umdenken und dann eigentlich einen rigorosen Wechsel machen, um unsere Gesundheit wieder zu finden. Wir klären uns ab, schulmedizinisch, wir suchen ergänzende Informationen im Internet, was dann so die Naturheilkunde, Komplementärmedizin bringt, und versuchen dann eigentlich einen Weg zur Genesung zu finden. Also dann wird die Ernährung ein Thema werden. Aber wie kriegen wir eigentlich das Bewusstsein zu den jungen Leuten oder eben auch zu mir zum Beispiel, zu sagen, hey, es ist jetzt höchste Zeit und nicht morgen, heute, um diese Ernährung rigoros anzupassen? Ja, also wenn man darüber spricht oder das anschaut, eben wie viele Menschen in ihrem Leben Krebs bekommen und wie viele daran sterben und auch die Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabetes, Adipositas mit allen Folgen, dann sollte das eigentlich möglich sein, das zu vermitteln. Nur müsste man das auch tun und das passiert einfach nur von ganz wenigen Ärzten. Und ich habe gerade gesehen, jetzt in dieser schwierigen Zeit mit Infektionen, mit dem, was ich geraten habe, dem Bundesamt in Bern, was man der Bevölkerung mitteilen könnte, um das Immunsystem zu stärken, dass das weder beantwortet noch beachtet noch vermittelt wurde. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, dass das Milieu heute überhaupt kein Thema hat. Das Milieu ist wird total überbewertet. Man hat nur noch den Erreger im Fokus. Also nicht dieses Prinzip, was man eigentlich gelernt hat, dass eigentlich immer beides braucht für eine Infektion. Ein Milieu, das bereit ist, einen Erreger aufzunehmen. Und du redest natürlich von Präventionsmaßnahmen, das Milieu zu stärken, das Immunsystem zu stärken, dass der Erreger gar keinen Platz hat. Ja. Also ich versuche immer in meinen Büchern und in den Newsletters, in den Artikeln, versuche ich den Menschen zu zeigen, wie genial und wie komplex eigentlich das biologische System des Menschen gemacht ist. Da kann man nur staunen. Und nur schon allein das Immunsystem, wenn man hier schaut, nur schon das angeborene Immunsystem, das ist so genial gemacht, wie eigentlich, nicht, wenn wir jetzt zum Krebs zurückgehen, da passieren Mutationen und die Wissenschaftler nehmen an, dass etwa 1000 Mutationen pro Tag passieren bei jedem Menschen. Wie genau das stimmt, weiß ich nicht, aber das ist eine Annahme. Und man hat, es ist so gut gemacht, dass eben die Desoxyribonukleinsäure, die Erbsubstanz der Gene, 2 Stränge hat. Und wenn eine Mutation den einen Strang stört, eingehend trifft, dann wird das sofort wieder eliminiert vom Nachbargen des anderen Strangs. Schwierig wird es, wenn ein starkes oxidatives Mittel kommt, ein freies Radikal, das beide Stränge bricht, beide mutieren und dann bricht das Chromosom 2, gibt es Chromosomenfragmente und dann fehlen die Enden der Chromosomen. Und wenn die Enden fehlen, dann hört die Vermehrung, die Zellteilung nicht mehr auf. Und dann hat man schon eine Zelle, die sich unbeschränkt vermehrt. Es braucht aber sehr, sehr viel eigentlich, bis eine Zelle zur Krebszelle wird. Sie muss lernen, eben sich unkontrolliert zu vermehren, aber sie muss auch lernen, in fremdes Gewebe einzudringen, in das sie nicht gehört, nichts zu suchen hat dort. Sie muss lernen, das sich unsichtbar zu machen für das Immunsystem, sodass sie nicht gleich wieder zerstört wird. Und wenn diese 3 Eigenschaften erworben sind, dann ist es erst eine Krebszelle. Und dieser Krebs, der kann sich vermehren, wird sich vermehren,
bis zu einem ganz kleinen Ding, einem Mikrotumor, der ist etwa einen halben Kubikmillimeter groß. Und dieser Mikrotumor kann nicht mehr weiter wachsen, weil er zu wenig Sauerstoff und zu wenig Nahrung hat. Und man findet eben in den Autopsien bei älteren Menschen, welche aus ganz anderen Gründen gestorben sind, finden die Pathologen immer wieder solche Mikrotumoren, besonders in der Schilddrüse, in der Prostata, in der Brustdrüse drin. Das sind schlafende Tumoren. Jetzt nur schon, damit so weit Krebs entsteht zum Mikrotumor, es genügt nicht, dass irgendwelche Mutationen passieren. Die meisten Mutationen führen nicht zu Krebs, sondern sind nur ganz gewisse Gene, welche eben der Zelle diese Eigenschaften verleihen, die ich gesagt habe, diese drei Eigenschaften. Nur diese nennt man Onkogene deshalb, weil sie dann zu Krebs führen. Dann hat man also solche Mikrotumoren im Körper drin, welche das Immunsystem nicht vernichten kann, weil sie sie unsichtbar machen konnten. Und dann braucht es noch eine Mutation, die muss ein ganz bestimmtes Onkogen treffen, welches den Zellen die Fähigkeit verleiht, dass sie Stoffe produzieren können, welche das Hineinwachsen von Gefäßen, Neubildung von Gefäßen eines Kreislaufs in diesen Mikrotumor hinein ermöglichen. Man nennt das Angiogenese. Und diese, wenn das passiert ist, dann gibt es ein fast explosionsartiges Wachstum, weil eben diese Krebszellen dann so viel Nahrung und Sauerstoff haben, dass sie sich rasant vermehren und dann ist der Krebs da. Lässt sich dieser Prozess jetzt immer noch stoppen, wenn man rigoros Alkoholverzicht, Rauchen aufhört, die Ernährung auf 2/3 Rohkost, 1/3 Vollwert umstellt, lässt sich hier das Schlimmste eigentlich noch verhindern? Ja, also man kann nicht sagen genau in wie viel Prozenten, aber in einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit kann man dann diese Angiogenese, diesen letzten Schritt der Krebsentstehung verhindern. Also es gibt sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz gezielt diese Angiogenese hemmen, zum Beispiel das Epigallocatechin-Galat des Grüntees. Nur braucht es sehr hohe Mengen, welche die Angiogenese verhindern. Und eben die sekundären, die Sulfide zum Beispiel aus Knoblauch und Zwiebeln, das klingt so banal, aber die nicht nur, dass sie Krebsentstehung verhüten, sondern sie bekämpfen aktiv die Vermehrung von Krebszellen. Und das ist auch eben für die ganzen sekundären Pflanzenstoffe der frischen Früchte und der frischen rohen Gemüse der Fall. Es gibt interessante Beispiele. Es kam, das war noch in den 30er Jahren, kam ein junger Arzt zu Birchbenner in seine Klinik und da hatte man ganz frisch einen Leberzellkrebs diagnostiziert. Das ist eine ganz schwere Krebsform, die rasch metastasiert und das Leben zerstört. Und er hat ihn sorgsam untersucht und beraten und hat ihm eine reine vegetabile Rohkost verordnet. Und er kam nach 3 Jahren zurück und dann war dieser Krebs weg. Und dieser Arzt hat dann in Arosa ein Kurhaus gemacht und hat sehr vielen Menschen mit dieser Diät helfen können, wurde sehr alt. Es gibt andere Beispiele. Wir hatten in unserer Klinik in Le Pont hatten wir eine Patientin mit multiplem Myelom aus der Schweiz und wir hatten einen Patienten mit dem gleichen Typ, etwa gleich alt, von multiplem Myelom aus Deutschland. Und die Patientin aus der Schweiz, beide machten dann, wie sie es bei uns lehrten, die vegetabile Rohkost. Wir erhöhten Selen und Zink, wir erhöhten die Vitamine, die hier wichtig sind, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin D3, B12 muss an oberen Norm sein, Folsäure hat es viel in der Diät drin
Und Selen und Zink muss da obere Norm sein. Das machen wir bei beiden. Und die Patientin aus der Schweiz, die hat von ihrem Onkologe, er konnte sie überzeugen für eine leichte, wie er sagte, Chemotherapie. Der Patient aus Deutschland, er lehnte das ab. Beide machten weiter. Und die Patientin aus der Schweiz, die hat dann nach ein paar Monaten in der Wirbelsäule hat der Tumor Knochen zerstört und sie bekam fürchterliche Schmerzen, die man dann bessern konnte, indem man ihr eben Knochenzement einfüllte. Das machte die Uniklinik Bern. Und der Patient, und da konnte sie sogar wieder reiten, es ging besser. Der Patient aus Deutschland hatte nicht so. Und noch ein paar weitere Monate später ist die Blutbildung bei der Patientin zusammengebrochen. Sie hat Blutungen bekommen, furchtbare Schmerzen in den Beinen durch diese Blutungen und ist eigentlich an der Chemotherapie gestorben. Und der Patient aus Deutschland, den haben wir nach längerer Zeit aus den Augen verloren. Da ging der Tumor nicht weg, aber ist nicht mehr gewachsen. Das ist ein weiteres Beispiel. Wir hatten auch eine Patientin, die war 73-jährig, aus der Westschweiz, hatten wir in unserer Klinik. Sie hatte ein frisch diagnostiziertes, schon recht großes Pankreaskarzinom. Das war sicher schon inoperabel. Und die Jungen haben für sie ganz konsequent die Diät gemacht. Wir haben ihr Heilpflanzen gegeben, welche gegen Krebs wirksam sind. Da gibt es sehr gute und sehr stark wirksame. Und dann wurde dieser Krebs größer und wurde bläschenartig, zystisch. Und dann ist er zusammengeschwollen und war weg. Und solche Beispiele gibt es eben viele. Es gibt aber leider keine Statistiken dazu, weil Statistiken zu solchen Fällen zu machen, ist ein Riesenaufwand. Das müsste auch weltweit koordiniert werden. Und das passiert nur eben, wenn Finanzierung da ist durch die Pharmakonzerne. Aber diese Beispiele geben berechtigten Mut. Dann gibt es... Vielleicht noch zur Statistik ganz kurz, aber es gibt ja Statistik zur herkömmlichen Methode, oder? Wie viele Menschen haben Erfolg durch den Weg der Schulmedizin mittels Chemotherapien und Strahlen? Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Es gibt viele Studien, einzelne Studien zu einzelnen Chemotherapeutiken und einzelnen Tumorarten. Aber es gibt nur eine, aber dafür ganz große Studie, die wurde koordiniert, Australien, USA koordiniert gemacht aufgrund des Krebsregisters. Und da kam heraus, dass eben die Chemotherapie die 5 Jahres Überlebenszeit nur um 2,3% verlängerte. Und das ist ein Riesenproblem, dass eben die Chemotherapie im Gegensatz zu krebsbekämpfenden Pflanzen und Diätetik, dass sie nicht genug selektiv ist. Sie zerstört den Körper praktisch gleich stark wie den Krebs. Und darum sterben so viele Menschen vorzeitig an der Chemotherapie statt am Krebs selber. Das ist sehr traurig und sehr dramatisch. Und die Menschen wissen das zu wenig. Und da man natürlich Angst hat, wenn man Krebs hat, sagt man sehr leicht zur Chemotherapie ja. Es ist da sehr, sehr wichtig, auch zur Radiotherapie zu sagen, die Radiotherapie, die Strahlentherapie, die wirkt überhaupt nicht selektiv. Sie zerstört das gesunde Gewebe genau gleich stark wie die Krebsgeschwulst. Aber sie versucht, den kleinen Unterschied zu nutzen, dass die Krebszellen ein bisschen weniger gut sich erholen wie die Körperzellen. So sind eigentlich auch die Resultate der Strahlentherapie auch enttäuschend. Und ich denke, gerade wenn man auf der anderen Seite diese Beispiele, diese Einzelbeispiele kennt und hört und weiß
Und auf der anderen Seite diese Statistiken, dann ist der Moment gekommen zu großer wissenschaftlicher Bescheidenheit. Man muss lernen, diese Beispiele zu sehen und ernst zu nehmen und in diese Richtung weiter zu forschen. Es ist eben auch interessant, wenn man daran denkt, dass die Pflanzen ja ein unglaubliches Wachstum haben, verglichen mit uns Menschen. Das sind ständig Mutationen, die passieren, weil sich die Zellen so viel vermehren, das ganze Jahr durch. Und darum haben die Pflanzen eine große Zahl von solchen sekundären Pflanzenstoffen, welche sehr stark gegen Mutationen wirken, welche die Zerstörung von mutierten Zellen bewirken. Und das kann man nutzen. Das ist nun die Volksmedizin vor allem in Brasilien, aber auch in Mexiko und dann in Indien und in Südafrika. Da hatten die Volksmedizin, diese Medizinmänner hatten einen riesen Wissensschatz über die Wirkung gewisser Pflanzenpräparate gegen Krebs und hatten sehr gute Erfolge. In Brasilien, das wird heute sehr ernst genommen, da gibt es ein großes Register und viele Studien jetzt, wo man eben beginnt, also alkoholische Extrakte aus solchen Pflanzen im Labor gegen Krebszelllinien einzusetzen und zu schauen, welche wirken. Und da gibt es aus Brasilien gibt es den Pau d'Arco, das ist ein Baum, den die Leute brauchen, um die Pfeile zu machen, die Bogen für das Pfeilschießen. Und die Rinde dieses Baumes hat sehr starke Wirkung. Es gibt da dann den Drachenbaum, es gibt ganz viele Pflanzen dort, die wir hier leider schlecht bekommen. Aber es gibt auch sehr gute Studien über starke krebsbekämpfende Wirkung von Pflanzen, die für uns zugänglich sind. Zum Beispiel in Südafrika gibt es die Savalandia frutescens, die wächst in den Savaland Highlands, darum heißt sie so. Auf Deutsch sagt man ihr Ballonerbse. Und diese Savalandia, die kannten die Medizinmänner dort unten gegen Krebs. Sie wurde auch untersucht gegen Krebszelllinien und verglichen mit Adriablastin. Und da hat Savalandia die bessere krebszellzerstörende Wirkung gehabt im Labor auf Zelllinie verschiedener Krebsarten als Adriablastin. Und diese Pflanze ist als Trockenextrakt ohne weiteres erhältlich, auch in Deutschland. Interessant ist auch, dass hier nur der Trockenextrakt diese Wirkung hat und nicht alkoholische Essenzen. Aber wir haben auch die Aloe Vera, alle vier Aloe-Arten wirken stark krebszellzerstörend. Löwenzahnwurzeln habe ich schon gehört, sei ja auch so stark. Vermutlich ja. Ja, es sind sehr, sehr viele noch zu entdecken, eben Pflanzen, die bei uns auch sind. Und wir haben zum Beispiel die Mariendistel, Silibum marianum, die wirkt sehr stark krebszellzerstörend. Ja, Cardiospermum wirkt stark. Wir haben sehr vieles, das schon zugänglich ist und wovon man die Dosierung kennt. Etwas unsicher ist man noch mit der Echinacea. Die Echinacea, die man jetzt ja sehr populär verbreitet und brauchen kann gegen Infektionen, da sind die Studien gegen Krebs noch widersprüchlich. Es gibt einzelne, die sogar gezeigt haben, dass sie vielleicht sogar negativ wirkt. Die sollte man hiergegen noch nicht einsetzen, bis man mehr weiß. Ein Pharmazeut, wo kürzlich hier war, hat noch der Artemisia empfohlen. Ja. Das sei auch so ein Wundermittel gegen eigentlich fast alles. Also insbesondere Tuberkulose hat er erwähnt, Viren generell und eben auch im Bereich der Krebswachstums zu hemmen, hätten sie dazumals bei der großen Basler Firma herausgefunden. Ja. Und das ist richtig. Da gibt es noch einen riesen Schatz an
an Therapeutika, die man aus Pflanzen machen kann. Auch Symphytum, der Beinwell, ist sehr stark krebsbekämpfend. Die kann man ohne weiteres beziehen und kann die nehmen. Und wenn man eben die Rohkostdiät macht und die Vitamine in Ordnung bringt und Selen und Zink und wenn man die Lebensweise ordnet, man muss wissen, dass auch Schlafmangel, vor allem vor Mitternacht Schlafmangel, gibt einen Melatoninmangel. Melatonin ist auch bedeutend krebsschützend. Man muss also unbedingt viel vor Mitternacht schlafen. Man muss viel Bewegung haben, auch da gibt es Studien. Kann man auch Melatonin supplementieren, Hochdosis? Das kann man kann das kaufen. Ob es dann wirkt, das ist nicht klar. Ist nicht klar, ja. Man sollte das mit dem Schlaf machen. Ich meine, du hast jetzt so viele Schätze gerade aufgezählt und ich frage mich, welcher Arzt kennt denn diese großen Schätze, wie ich über die Naturheilkunde einen anderen Weg wählen kann, um meinen Krebs wieder loszuwerden? Ja, es ist halt eben die Schwierigkeit, nicht? Aber wenn man Arzt ist, man wird nicht so ausgebildet, unterzogen, dass man selber denkt, sondern man wird heute besonders so ausgebildet, dass man eben Schemen auswendig lernt, was man tun soll, in welche Situation. Und das ist eigentlich für die Kreativität des Arztes, für die ärztliche Kunst, für die Entwicklung der Medizin, ist das sehr problematisch. Wenn man als Arzt selber denkt und gewisse Dinge wagt zu hinterfragen, ohne sie primär abzulehnen, einfach nur schon hinterfragt, dann gehört man eigentlich zu den Menschen, welche wahrgenommen werden als ein Mensch mit Mut und Charakter. Und da hat eben Hermann Hesse so schön gesagt, Menschen mit Mut und Charakter sind anderen Menschen meist unheimlich. Und das bekommen solche Ärzte sofort zu spüren. Nicht von den Patienten, sondern von den Kollegen und vor allem von den Universitäten. Ich habe in der Zwischenzeit drei wichtige Fragen aufgeschrieben, aber ich fange mal an. A, mit dem Thema Angst. Wenn man ja diese Diagnose alleine schon mal kriegt, ist man ja ziemlich in die Angst reingedrückt. Und wenn man dann sagt zum Schulmediziner, nee, diesen Weg, dem vorgeschlagenen Weg von Krebs, über Chemotherapie oder Strahlenmedizin will ich nicht, dann kommt ja noch mehr Angst, was aufgebaut wird. Ja, aber dann sieht es gar nicht gut aus für Sie, oder? Ich habe mehrere Patientinnen erlebt, welchen gesagt wurde von Onkolog oder Onkologin, ja, wenn Sie das nicht tun, dann werden Sie halt sterben. Haben es trotzdem nicht gemacht und es ging gut. Tja, aber es braucht schon einen sehr starken Charakter, so einen Satz eigentlich wieder aus dem Kopf zu kriegen. Einerseits kennen wir ja die Nocebo-Forschung, die wirklich schon gut dokumentiert ist, wie gefährlich solche Aussagen sind. Es sind immer so selbstprophezeiende Analysen, aber gehen wir mal in die Psyche rein. Der Psychoneuroimmunologe Professor Christian Schubert, wo man da war, hat mir erwähnt, dass die Psyche in jedem Krankheitsbild eine wesentliche Rolle mitspielt. Inwiefern ist jetzt bei diesen Sichtweisen von Behandlungen über die Pflanze, über die Rohkost, muss man auch die Psyche noch mit berücksichtigen im Heilungsprozess? Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur, wenn man ist so in seinem Leben drin und dann plötzlich kommt eine Krebsdiagnose und das ist ein Riesentrauma. Man fühlt sich vollkommen isoliert, alleingelassen. Warum gerade ich und nicht auch die anderen? Und dann sagt der Onkologe, ja, die moderne Medizin hat so viele Fortschritte gemacht und versucht, einen zu trösten. Aber man schaut nach und zweifelt daran. Man kommt in eine Riesenverzweiflung hinein und sucht weiter. Und dann geht ein Kampf los, eben der Kampf zwischen Chaos und Ordnung, die der Krebsgeschwulst lebt und symbolisiert. Das sieht man auch, habe ich ganz intensiv erlebt bei den Menschen.
nicht nur die Krebs hatten, sondern die Krebs gefährdet waren, dass sie eigentlich ihrem ganzen Lebensweise, die dann noch war, in einem ständigen übermenschlichen Kampf standen gegen Chaos. Zum Beispiel im Haushalt, in der Ordnung, in der Arbeit, überall erlebten sie Chaos, das sie beseitigen mussten. Und das ist ganz wichtig auch, dass das bewusst werden kann. Aber das Bewusstwerden ist ein erster Schritt. Ein zweiter Schritt ist, dass es eben hier Hilfe braucht. Hier brauchen diese Menschen dann eben, dass sie die andere Seite, die Möglichkeit dessen, was sie selber tun können, um gesund zu werden, dass sie den ordnenden Teil ihres Körpers, den Nicht-Krebsteil, stärken, kräftigen können, dass er den Krebs besiegen kann. Das ist eigentlich entscheidend auch, für das der Krebs dann heilt. Ich habe auch immer gesehen, wenn die Krebsgeschwulst entfernt worden war, vielleicht sogar Chemotherapie, dass nachher eben dieses ganze Thema Ordnung und Chaos, unmenschlicher Kampf gegen das Chaos, weiter bestanden hat in dem Leben. Wenn das noch da ist, hat man noch nicht gewonnen, dann ist noch die Rezidivgefahr da. Und in dem Moment, wo das verschwindet, dann ist auch die Rezidivgefahr nicht mehr vorhanden. Also hat die Psyche einen wesentlichen Einfluss auf die Unordnung, die entsteht mittels Krebs in unserem Körper? Ja, es ist eigentlich, hier ist wiederum Psyche und Körper zu trennen ein Kunstding. Mhm. Das kann man nicht trennen. Die Psyche widerspiegelt das, was im Körper geht. Und im Körper passiert das, was wir in der Psyche sehen können. Mhm. Es ist sicher ein wichtiger Einfluss möglich vom Seelischen her auf das Geschehen im Krebs, aber nur über das Vertiefen des Bewusstseins der Möglichkeiten, wie man eben selber mit dem Krebs fertig werden kann. Es gibt ja solche Annahmen oder Zitate, die ich schon öfters gehört habe, Brustkrebs bei einer Dame, häufig ein Partnerschaftsproblem oder ein Vater-Tochter-Problem. Prostatakrebs hat dann wieder andere Probleme. Stimmen solche Kausalitäten oder Korrelationsaussagen aus deinen Erfahrungen? Also nach meiner Erfahrung stimmen die nur sehr zum Teil. Das ist sehr individuell. Ich habe mehrmals gesehen, dass ein plötzliches, starkes seelisches Trauma, zum Beispiel unerwarteter Verlust des Ehemannes, ein Brustkrebs losging. Das habe ich gesehen. Nun, wegen diesem Thema Ordnung und Chaos ist eben auch ganz wichtig zu sehen, zu erklären, dass das in jeder Zelle drin passiert. Ich habe das in einer früheren Sendung zwar schon erklärt, soll ich es doch nochmal sagen, dass eigentlich es gibt ein Problem der Energie, das die Medizin noch nicht erkennt, auch der Nahrungsenergie. Wir rechnen immer noch mit Kalorien. Die Kalorien, das ist Verbrennungsenergie, das ist eine Energie, die nicht viel aussagt über die biologische Wirkung der Energie. Also ob wir eine Birne oder eine Schokolade verbrennen, wenn es gleich viel Kalorien ist, ist das für die Ärzte, für die Medizin heute einfach dasselbe. Und das ist für das biologische System überhaupt nicht der Fall. Das ging zurück auf den ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Und dann hat eben wenig später Clausius eben bewiesen, dass das nicht stimmen kann, dass Energie nicht verloren geht. Er hat zeigen können, dass zwar die chaotische Energie erhalten bleibt nach dem ersten Hauptsatz, aber dass die Energie Ordnungsgrade hat. Es kam ein neues Thema von Ordnung und Chaos zum ersten Mal in die Physik hinein. Und das ist dann der zweite Hauptsatz, der dann zeigte, dass Reaktionen und mechanisch oder chemisch, wie auch immer, nur ablaufen, wenn geordnete Energie in chaotische Energie übergeht, wenn eine Qualität, wenn eine Ordnung verloren geht.
Und Clausius nannte das dann Entropie. Nun, daraus entstand dann die Chaostheorie. Man sah dann immer mehr, dass eigentlich alles, jedenfalls in der unbelebten Natur, immer mehr dem Chaos zuläuft, von Ordnung nach Chaos, sonst läuft eben nichts ab. Es gab dann später eben die Erfahrung, dort die Untersuchungen, dass in den Zellen drin, in den lebenden Zellen, ganz merkwürdige energetische Verhältnisse sind. In den Zellen drin ist die Energie ganz weit vom thermodynamischen Gleichgewicht, eben von dem, was so abläuft, entfernt. So weit entfernt, dass dann dieser zweite Hauptsatz, dieses Chaosprinzip plötzlich umschlägt in ein ordnendes Kohärenzprinzip. Dann steht plötzlich aus Chaos Ordnung. Es ist auch wichtig zu sehen, dass in der Chemie das eigentlich alles, was Moleküle sind, die geordnet, gepflegt, komplex, die interessant, vielfältig sind, die stammen alle aus Lebewesen. Die anorganische Natur hat nur sehr einfache Atome, hat Salzgitter, Metallgitter, kleine Moleküle. Und das ist ganz interessant dann zu sehen, dieses ordnende Prinzip, da hat dann Ilya Prigogine, der russisch-belgische Forscher, hat 1977 den Nobelpreis bekommen für diese Arbeiten, welche eben zeigten, dass aus Chaos eben in den Zellen Ordnung entsteht, wenn die Energie in den Zellen ganz stark vom thermodynamischen Gleichgewicht entfernt ist. Sie nannten das dann ein dissipatives System, weil es eben dissipiert, es entfernt, es löst Chaos auf. Und ein ganz schöner, berühmter Satz von Prigogine, der hieß dann: We grow in direct proportion to the amount of chaos we can sustain and dissipate. Wir wachsen in direkter Proportion zur Menge an Chaos, die wir aushalten und auflösen können. Und das ist, was in den Zellen passiert. Es stellt sich dann die Frage, wie ist es möglich, dass in den Zellen die Energie so anders ist als außerhalb der Zellen? Und hier ergänzt sich das mit der ganzen Forschung über den Lichtgehalt der Zellen. Wenn wir dann hinüberschauen zur Photosynthese, dann ist es eine ganz starke Energie, welche vom Sonnenlicht über die Chlorophyllmoleküle in die Zellen der Pflanzen kommen, bis in die Wurzeln. Und die Chlorophyll-A-Moleküle, die in der Basis der Chlorophylltrichter sind, diese wandeln das um, eben das Licht, das sind Wellen, und wenn es dann stehende Wellen sind, dann nennt man das Photonen. Und es gibt eine ganz starke Speicherung von Licht im ultravioletten Bereich, nicht nur in den Pflanzenzellen, sondern auch in unseren menschlichen Zellen drin. Und wenn Sie eigentlich schauen, ein Mensch, auch ein menschlicher Körper, ganz kurz vor dem Tod und ganz kurz nach dem Tod, ist er biochemisch noch praktisch dasselbe. Aber was verschwunden ist, ist das Licht. Das Licht und die Information, die biologische Information im Licht in unseren Zellen, das ist unser Lebensprinzip, das ist das Leben. Und das ist ganz wichtig zu wissen auch, dass diese Photonen nicht nur gespeichert werden und von den Pflanzen über die Ernährung in uns, ihre Zellen hineinkommen, sondern dass diese Photonen, dass diese auch nach dem Laserprinzip massiv verstärkt wird. Diese Photonenspeicherung sind eigentlich ganz starke Lichtgebilde, die lebendigen Zellen von Menschen, Tieren und von Pflanzen. Das heißt, zusammengefasst,
es ist extrem wichtig, eine Ordnungsmedizin zu sich zu nehmen, wenn man mit Krebs konfrontiert wird. Ja. Und die Ordnungs haben wir in der Rohkost drin, eigentlich unverkocht. Da ist die Ordnung noch am höchsten, am perfektesten. Und je länger als wir kochen, desto mehr geht die, auch die Ordnung wieder kaputt und Nährstoffe verloren. Und das sollte man verhindern. Ist das korrekt, diese Zusammenfassung? Ja, wir haben einfach das Problem, dass wir nicht grün sind. Wir haben keine Photosynthese. Und damit eben diese Laserspeicherung funktioniert, welche die Degeneration der Zellen, das Chaos der Zellen verhindert, damit diese funktioniert, muss ein Laser muss immer über der sogenannten Laserschwelle sein, energetisch, damit er richtig arbeitet. Und dass wir immer über diese Laserschwelle sind, müssen wir darauf angewiesen, eben Pflanzenteile zu verzehren, zu essen von Pflanzen, welche über die Photosynthese verfügen. Wir müssen also uns mit dieser Energie aus dem Sonnenlicht über die Photosynthese müssen wir uns auch nähren. Das schließt sich der Kreis. Ja, eben der Kreis Krebs, Chaos und Ordnung, nicht wahr? In den Zellen drin Ordnung zu schaffen, geht nur mit diesem hohen Anteil an Rohkost. Und wenn man Krebs heilen muss, muss man eben viele Wochen, manchmal noch viel länger, reine vegetable Rohkost zu sich nehmen. Ich habe noch zwei kleine Fragen. Vielleicht hast du schon gemerkt, ich habe eine Doppelsendung gemacht, über eine Stunde fast. Ich habe gedacht, ja. Wie ist denn die Empfehlung der Schulmedizin dem Patienten gegenüber, wenn man die Ernährung anschaut? Also was geändert hat, noch nicht lange geändert hat, weil es eben sehr gute Studien gibt, heute ist plant-based food, plant-based nutrition, ist die amerikanische Verordnung zur Verhütung von Krebs, von Herz-Kreislauf-Krankheiten, von Diabetes. Das hat sich durchgesetzt. Was ist das? Plant-based, also pflanzenbasierte Ernährung. Ah, soweit ist man. Aber das habe ich noch nie gehört, dass man schon so weit ist und diese Ernährung empfiehlt. Ich hatte mal kürzlich jemand da, der hat schon bis im fünften Jahr mit Krebs. Ich wollte eine Stoffwechselmessung machen und der hat mir gesagt, jetzt hat er zwei Croissants gegessen, zwei Gipfeli. Ja. Und er dachte mir, ob ja noch nie was gehört hätte, dass man aus Gipfel sehr viel Zucker gemacht wird im Körper. Aber das wurde ihm noch nie erzählt. Also man muss hier unterscheiden. Das ist die wissenschaftliche, offizielle Empfehlung. Mhm. Aber das ist nicht die Empfehlung der Ärzte. Das sind nur Ärzte, welche eben weiterschauen, welche suchen, welche diese Sachen studieren, welche den Patienten diese Dinge sagen können. Noch aber eine Frage. Du hast ja jetzt eigentlich in deinem dritten Abschnitt des Lebensalters angefangen, auch all dein Wissen zu dokumentieren in einer Vielzahl von Büchern. Ist auch eines darunter, das sich dem Thema Krebs schon gewidmet hat? Ja, das war eine sehr faszinierende Arbeit, weil es sehr viele gute Arbeiten gibt, welche eben nicht verbreitet werden. Und ich habe gerade jetzt das Handbuch Nummer 17 fertiggestellt zur Verhütung und zur begleitende Therapie der Krebskrankheit. Es ist ein Buch, das sich unbedingt lohnt, auch wenn man zum Glück noch keinen Krebs hat und wenn man ihn hat sowieso, dass man einfach weiß, wie Krebs entsteht und wie man ihn verhüten kann. Es lohnt sich also für jeden, der aber jetzt, ich gehe jetzt immer wieder auf die Leute, die konfrontiert sind damit, um einen anderen Sichtweise zu vermitteln, denen wäre jetzt nebst dieser Sendung wichtig, ein solches Buch mal zu lesen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht einen weiteren Weg ins Leben zu ziehen, um den Weg der Genesung zu finden. Ja, es ist eine sehr große Hilfe, weil Sie so genau informiert sind, eben wie es entsteht und warum es entsteht, wie enttäuschend die Chemo- und Radiotherapie eigentlich ist und dass Sie viel mehr eben selber dazu beitragen können, um gesund zu werden. Ich höre dich, ich verstehe dich, ich weiß, da kommt die Wahrheit zu mir und trotzdem müsste ich jetzt anfangen, das umzusetzen. Ich bin gesund und müsste jetzt eigentlich 2/3 Rohkost essen und möglichst viel auf tierische Eiweiße verzichten. Das habe ich verstanden. Ja. Aber ich glaube, ich brauche immer noch einen Tritt in den Hintern.
irgendwie. Meistens ist halt das dann, wenn etwas Schlimmes losgegangen ist. Und das ist eigentlich sehr traurig, weil dann ist es oft eben schon sehr spät. Darum lohnt es sich, vorher informiert zu sein und zu suchen. Klar, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe es nicht gewusst, sondern ich meine, du bist da und sagst das in aller Deutlichkeit. Und wir alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dürfen hinhören oder wegsehen. Muss jeder mit ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzen. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, der Zeitpunkt ist noch nicht reif, diesen Weg zu gehen, obwohl er der vernünftigste und der sinnvollste ist. Und du bist, weiß Gott, nicht der Erste, der mir das immer wieder reinbläulert. Soll ich sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche mir sehr, dass Sie einen Weg finden, den Sie genießen dürfen, das Leben genießen dürfen, auch ohne einen Rotwein am Abend und eine Käseplatte, Fondue und Raclette. Machst du das alles nicht? Kein Raclette, kein Fondue, kein Rotwein? Nein, das braucht es gar nicht. Man kann wunderbar und interessant essen. Und man hat einen viel feineren Geschmackssinn, wenn man eben sich so ernährt, wie wir das tun, ist das Essen viel interessanter. Und diese Dinge sind eigentlich dann zu stark, zu salzig, zu langweilig. Das ist eine Sache der Umstellung. Ja, ich weiß. Ich schaue mir die Sendung nochmals an, zusammen mit meiner Frau. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht ist sie diejenige, die mich antreibt, diese Ernährung umzusetzen. Ich weiß es doch. Lieber Andres, danke ganz herzlich, dass du uns so viel Kraft und so viel Mut und so viel Zuversicht gibst, dass es Wege gibt aus diesem Tal der Tränen raus. Aber noch viel besser, wir haben die Chance, diese 2/3 der Todesfälle, die ausgelöst sind über Krebs oder eben über, was war es auch noch, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das könnte mit dieser Pandemie, wie wir gestartet haben, diese Pandemie könnten wir in Eigenverantwortung ganz tief runterdrücken. Ja, mit derselben Maßnahme. Unglaublich, ja. Ja. Danke. Danke auch. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.